Und Hallöchen, willkommen zurück hier bei Final Fantasy XIV in der Kupferglockenmine auf normal im Story-Modus. Hatten wir ja letzte Folge versucht, mittig zu splitten die Instanz, damit hier nicht irgendwie ein Ungleichgewicht zwischen den beiden Folgen auftritt. Ich spüre eine große Erschütterung der Macht. Ja, ein Ungleichgewicht der Macht. Jo. Jetzt haben wir auch unsere beiden Sprengstoffbündel. Ich hole mir noch eine Schatztruhe. Ich hoffe nur, dass da kein Gegner auf mich wartet. Nein, wartet nicht. Ey, das gefällt mir doch. Ah, das gefällt dir, möglicherweise. Nee, wenn du Gier drauf machst, das ist kein Tankzeug. Na, ist kein Konsti drauf, stimmt. Hast trotzdem bekommen. Weil der andere braucht das garantiert nicht. Und da haben wir keinen Pudding, sondern einen Schleim. Richtig. Ich habe mal dran gedacht. Ichor. Ichor, das ist auch eine Art von Schleim. So, und wir wissen ja ungefähr, wie wir diesen Boss zu spielen haben alle. Von daher... Nicht können wir auch aufhauen. Warten und nichts tun. Das ist ungefähr genauso effektiv. Aber du darfst mich schon heilen. Oh ja. Wer hat dir das Ed getötet? Der werte Ninja! Der hier ja so schon ein paar Mal drin war eigentlich. Ach, das gibt's doch nicht. Schreibst du ihm oder soll ich ihm schreiben? Ich glaube, er weiß selber, wo sein Fehler war, oder? Nein, weiß er nicht. Sag sie mal bitte. Die ist einfach nicht lässt. Ist er deutsch oder was? Sind nur Deutsche. Wir haben unsere Profile noch nicht darauf eingestellt, dass wir auch mit Engländern gehen. Er meinte ja, er ist schon ewig nicht mehr hier gewesen. Nicht die Granate töten. Naja, diese Boss-Taktik ist eigentlich recht simpel, sofern alle wissen, was sie zu tun haben. Aber das gilt eigentlich für jeden Boss. Aber jetzt macht's Bumm und schon haben wir zwei. Und das Ganze geht jetzt immer so weiter, nur dass irgendwann Ads kommen, die Granate haben wollen. Von daher... Ja. Ich bin immer noch ganz leicht erkältet. Gut, der Traumaturg weiß, was er zu tun hat, dann kann ich dich in Ruhe heilen. Der Sprigan ist da. So, und das Ganze jetzt noch einmal, bis wir 8 Ads haben oder 8 Stücke Schleim, Schleimbrocken, Schleimpfützen, wie auch immer. Dann können wir sie töten. Und jetzt kommt noch ein Ad und dann war's das. Haben wir sie? Haben wir. Gut. Und jetzt muss eigentlich der Traumaturg sich nur reinstellen und Eisrak casten und die Welt ist in Ordnung. Macht er. Ich weiß nur nicht, warum er... Ach, er kann, hat jetzt Feurer, aber dann sollte er eigentlich mit Trans Dingsbums arbeiten, damit Feurer direkt auf eine Stufe ist und mehr Schaden macht. Aber gut, vielleicht auch nicht. Reicht ja auch so. Hier ist es noch nicht so relevant. Gar nicht mehr, Markus. Außer es läuft was völlig schief und ich habe zu viel Mana verbraucht. Hm? Was braucht man später gar nicht mehr? Das Transzendieren, wie das heißt. Wie wechselt man? Nein, du wechselst mit Eisra, mit Eisgra und Dings, Feuerer.
Ja, aber du kannst damit instant die komplett Nein, eben nicht, weil umpolen. du mit beiden sofort drei Stacks aufbaust und der Cast verkürzt ist von beiden starken Ja, Zaubern. gut, dann. Warte, ich meine Ja, nur schnell gut. anlegen. So. Kann ja sein. Ja, lass mich mal, ich weiß es wenigstens. Aber hier im Low Level macht man das noch darüber. Wenn überhaupt, eigentlich muss man das nicht mal wirklich machen. Das ist ein Damage-Verlust von 0,001 oder so. Das ist nicht so zwingend bindend, wie du das vielleicht denkst, Markus. Vor allem, wenn du genug schnelle Zauberkämpfe hast, kannst du das gar nicht mehr machen, weil das ist zu schnell, dann verbrauchst du das Mana. Sprich, du machst es nur noch einmal, um auf Eis zu wechseln. Ja. Irgendwie. Und daher macht er es eigentlich sogar richtig. Ja. Kann ja Ich habe sein. da ein bisschen mehr Erfahrung, weil meine auch ein Ja, mein Schwarzmagier Traumatuk ist ist. Level 17. Meins ist auch ein Schwarzmagier und nicht mehr ein Traumaturg. Ja. Immerhin ist er nicht so wie derjenige, der mit unserem Haus im Herrenhaus war, wo wir auch später nochmal reingehen müssen, dürfen, sollen. Der auf einmal kein Mana mehr hat und gar nicht mehr weiß, wie er rauskommt aus diesem Problem. Und der auch gefühlte 2 Minuten lang im Eismodus verharrt ist, um mit Eis um sich zu werfen. Naja. Aber das hat ja an dieser Stelle nichts zu suchen, glaube ich, dass ich da jetzt nicht. Ah ja, Markus hält sich manchmal für den Profi schlechthin. Ja, Ja. aber sagen wir mal so, der hat schon deutlich Fehler gemacht, fand ich. Außer du kannst mir jetzt erklären, dass das vielleicht doch sinnvoll war, was er gemacht hat. Hab nicht gesehen, was er da veranstaltet. Ich hatte auf ihn nicht geachtet. Er hatte keinen Mana und hat 10 Sekunden gewartet, bis Feuer weg war. Hab nur gehört, wie du dich echauffiert hast. Ich fand's nur sehr lustig. Ja, doch. Hatte was. Nee, ich glaube auch nicht, dass er nicht mein erster Ausraster gewesen und noch nicht mal mein schlimmster. Ich gerade drüber nachdenke, Markus. Ausraster? In der Ini letztens, in der Ini, im Gegen gehalten, was er gemacht hat. Ja, ne. Es war noch human. Sogar Viel. relativ normal. Da ist der Viel. Grank. Der Grank, der. Das ist einfach zu geil. Grank zu nennen wegen diesem Lied Fladenbrot. Doch egal. Politisch korrekt, nicht unbedingt, aber das muss es ja auch nicht sein. Viel lustiger wird es einfach, wenn Mike angepisst ist von irgendetwas und man dann was Falsches macht oder was Falsches sagt. Als Grank Ja. habe ich ja generell eine sehr kurze Lunte. Weil ich ganz halt die Scheiße unter Kontrolle halten muss, muss nebenbei noch auch den sogar noch mehr ausweichen als ihr. Und dann macht ihr erstmal Blödsinn. Ja, und man wird auf einmal angeflammt und weiß nicht, wo einem der Kopf steht. Aber es war Schicksalsweg war und ich verpennt habe, den Turm zu machen, weil ich auf der falschen Seite gedacht habe, wo der wäre. Voll angemault. Ja, Mike ist gut an die Decke gegangen. Ich habe mich voll aufgeregt, weil ich die ganze Zeit diese ganzen Miste zusammensammeln muss, ungefähr 20, 30 Ads. Und Und es hat der 2 Sekunden du gedauert, musst bis ich nebenbei noch gemerkt all habe, dass den er absichtlich Scheiß aufnehmen und übertreibt. der Typ schafft es nicht auf den richtigen Turm zu laufen. Da habe Ja. ich mich schon verarscht vor dem Moment. Ich hab's auch nur für 2 Sekunden hundertprozentig ernst genommen, dass du so ausgerastet bist. Und du hast den Wink verstanden. Ja, Weil ich natürlich. dir dann sehr verarscht vorkomme als Tank. Weil anders als im WoW hat ja ein Tank echt einen Arsch voll viel zu tun. Ich sage ja auch zum Beispiel nur Shiva. Nein, in dem Kampf hat man auf Extreme nichts zu tun. Nein. Nein, und du verzeihst mir Nein. ja. Das war der beste Nein. Satz ever von dir. Nein, der Satz ist von Mistek, nicht von mir. Ich habe ihn nur Yeah. wiederholt, Aber aber gesehen, One-Hit, das ist sehr verzeihlich. für Mistek verzeiht anscheinend alles Fehler. Selbst T13. Aber wenn ich einen One-Hit kriege, finde ich, das ist das nicht sehr verzeiht. Ja. Das Weil das stimmt. Lustige ist, da wo der Tank failen kann, das ist ein garantierter Tod für ihn. Ja. Da wo die DDs failen können, nicht. Ja, doch, außer man nimmt dann halt einfach 4 DDs mit. Wenn man dann einfach sich nicht bewegt, wenn man eine Void auf sich hat. Ja, hallo Borosch, hallo. Oh, er ist angepisst.
Grummel, ihr habt uns eingesperrt. Dafür werden wir uns rächen. Grummel, Grummel. Wir werden euch Grummel zerquetschen. Ist der von den Grummeln? Er hat gerade gefragt, wie die Inni geht. Also wie die Ziegen. Wie war das hier nochmal? Nix, nur den, nix, dick, nix, dickes, nur den großen hauen. Ja, das trifft so ungefähr. Das ist die Russen. Na, Russentaktik klingt so politisch unglaublich korrekt. Aber im Endeffekt. Was denn? Den in die Ecke ziehen und einfach nur warten. Einfach nur auf den Boss hauen, nichts anderes machen. Man könnte den jetzt hier effektiv mit der 100%ig Originaltaktik spielen, wie er eigentlich angedacht ist, aber ich die Taktik. Ich schon mal so gespielt. Ich auch. Die ersten Male. Ja. Bis uns irgendeiner mal gesagt hat, dass man den auch viel einfacher spielen kann. Ich hab das immer anders gemacht, einfach. Mir hat das nie jemand gesagt, ich finde das immer selber raus. Schöne ist, ich kann auch mit Schaden machen, weil er nicht so unglaublich viel auf den Tank drückt. Ja, geht. Er grummelt nur viel. Und dieser Gegner, der sich jetzt nähert, der läuft jetzt nämlich im Normalfall aus diesem Loch raus, ist nach da hinten und haut da auf den Stein und ja, mehr passiert nicht. Wenn man schnell genug ist, macht er auch noch nicht, wird er auch noch nicht mal mehr gefährlich, der Große. Wir haben jetzt so der LB vom Ninja. Den Limit Break. Limit Rausch. Ja, dann macht der LB aber keinen Sinn. Ich weiß. Das müsste LR heißen. Im Deutschen wäre die Abkürzung LR auch logischer. Jetzt ist die Frage, schaffen wir es bis zum Zweier oder müssen wir dem den Einer gleich drücken? Könnte er mal LB geben. Willst du dann mit Wänden um dich werfen? Ja, das kann ich immerhin. Ja. Gebe ich in meiner Tasche. Naja, sollte jetzt eigentlich langsam mal den LB raushauen. Weil jetzt kommen die Ads. Der Black Mage. Wenn der Ninja es gemacht wäre, wäre tot. Ja. Ich das Schwert ausgepackt. So. Genau, der Black Mage oder Caster, die D-Klassen im Normalfall machen AOE Limit Rausch. Nicht so effektiv gegen Einzelziele, dafür effektiv gegen mehrere. Während der Melee-DD ein Single-Target-Limit-Rausch hat, der mit dem dann doch schon ordentlich Verwüstung anrichten kann. Yay, ein gekaufter A, kein Loot. Aber was soll's. Wer kriegt denn? Kriegt der Black Mage? Ja, von mir auch. So. Gut, Loot brauche ich eh keinen. Zurückkehren! Na, die Folge ist jetzt 13 Minütchen lang. Was machen wir denn noch? Was machen wir noch? Schuhe. Wir sollen bemaltem Berg Bericht erstatten. Ja, das können wir doch glatt tun. Naldkreuzgang. Ja, dann schnappen wir uns mal ein Leihschokobo und reiten darüber. Aber das ist viel zu teuer, Alter. Teleport geht voll auf den Gülbeutel. Außer man ist in der freien Gesellschaft. Die, wo die aktiviert hat, dann kostet es nur noch die Hälfte und dann geht's. 32%. Aber am Anfang sollte man damit echt sparen. Das ist mir auch der Grund, warum die Leute dann am Ende, wenn sie Level 50 sind, so gut wie kein Geld haben, weil sie immer überall hin teleportiert sind. 30% sparst du, wenn du vergünstigsten Teleport Stufe 2 aktiv hast, sonst nur 20. Ach ja, nur, das ist total, das läppert sich einfach. Das läppert sich, ja. Also um sich über die gesamte Karte zu porten, kostet es so knapp 500 Gil. Ohne Bonus, also ohne Reduzierung. Und da wir gerade mal 16.000 haben, könnten wir das zwar 32 mal machen, aber. Nö, lieber nicht. Ja, die Ohrringe sind auf jeden Fall besser als meine alten, weil meine alten gar keine Werte. Dafür müssten wir mal nach Redania, da weiß ich nämlich, wo eine Verkäuferin steht, die Kaktor-Ohrringe mit 1 auf alles verkauft. Gibt es nicht mehr. Gibt es die nicht mehr? Nein! Warum? Was ist mit deiner Stimme los? Das war Absicht. Nein.
Doch, das war definitiv Absicht. Nein, ich meine, der freien Gesellschaftseinnahme. Ach so. Sagt er einfach mitten im Satz, nein, als Antwort auf meine Aussage. Ja, kam genau mitten im Satz, aber auch und ich fühle mich hier angegriffen. So. Kannst mal sehen, ne? Außerdem ist Light Chocobo cooler als Porten. Jetzt schickt mir jemand eine Freundschaftsanfrage. Eine Goldseller-Freundschaftsanfrage. GTA ist das Goldseller relativ leicht unterbunden, man kann das einfach nicht machen. Nein, ich möchte die nicht annehmen, ich möchte dich ablehnen und willkommen auch bei mir. Herzlich willkommen auf der schwarzen Liste. Betuchter Jüngling. Ach ja, man könnte jetzt ins Goldsourcer gehen. Ach ja, stimmt. Aber nein. Das machen wir mit den Mains. Genau, da haben wir wenigstens etwas an Gold, Gil und sonstigem. 15 Millionen. Knapp 2. Hallo, wir machen. Oh, es gibt sogar eine Sequenz. Aha. Den Kampf von zu tief begraben? Oh, ja, brauchst du zur Gruppe. Ja. Auflösen. Verlassen. Aha, nichts aufgelöst. Schon gesehen. Ich weiß zwar nicht, was hier jetzt genau kommt, aber. Ach, war das nicht der Kampf gegen so eine komische fette Kröte? Meine ich das oder kommt mir das nur so vor? Papa Shan. Momo. Ja, redet alle miteinander. Dafür musste ich. Hä? Ganz ehrlich, dafür? Irgendwer schreit da gerade rum. Ja, hast du früh gemeckert, hä? Ja, jetzt kommt doch was. Ach, ich erinnere mich. Ah, ja. Ach, die. Das ist vernarbte Gesicht kenne ich irgendwoher. Die Messingklinge macht nichts. Du musst deine Schuld auf andere Weise begleichen, schmieriger Idiot. Wie gern ich dir deine nach oben gedealte tolle durchs Gesicht wischen würde. Deine Hipster-Frisur. Ja. Teil des nicht kein Hipster-Upgrades, ne? Updates. Du hast irgendwann ironisch Hipster verarscht. Oh ja, das hat GTA voll geil drauf. Beim Grab meiner Mutter, ich habe nichts gestohlen. Ja, ist schön. Das glaubt dir nur der Typ irgendwie nicht. Jetzt hat er noch so einen fetten Rucker, den der dich versucht irgendwie zu verspotten. Oh mein Gott, das dauert ewig bis den Tod hat. Na, was soll ich denn sagen als Heiler? Ich hab noch kein Sanktum. Hab schon extra Verwegenheit eingebracht, damit ich das mehr Schaden mache. Ja, ich zieh gleich erstmal meinen Bußprediger aus der Tasche. Wahrscheinlich erstmal muss ich Protest casten, das ist nämlich ausgelaufen. So, jetzt bin ich auch ich im Kampf. So, Protest, komm, mach hin da. Hallo. Schwarzer Bildschirm, Maus. Das lädt jetzt kurz. Jetzt Laderädchen. Jetzt kommt Protest. Ja, jetzt kommt die klassische Final Fantasy Musik. So, jetzt habe ich auch meinen Boost-Prediger aktiv. Oh Gott, der stirbt auch einfach nur. Ja, glaub mir, ich kämpfe jetzt bei mir unter die Hälfte. Jetzt ein bisschen gut, das ist halt fast tot. Hab ihn gleich. Ich mache mit einem Stein gerade mal 60 Schaden. Warne dich, der kriegt Kumpels. Ach ja, der hat noch den arroganten Traumaturg, weißt du, den greife ich jetzt einfach und so den an. Giftigen Gladiator. Aber die sterben schnell. Ich töte gerade einfach seine Kumpels. Leute, du machst viel mehr Schaden als ich. Jetzt schon in der Phase bist, ich brauch halt mein ewig. Nein, ich bin nicht in der Phase. Die waren die ganze Zeit angreifbar bei mir. Ich habe einfach auf die geschossen, obwohl die noch nicht im Kampf waren. So von wegen, ihr habt eine Hitbox, ich kann euch angreifen, warum mache ich das nicht einfach? Bei mir waren sie nicht angreifbar, ist auch ruhig.
Ich finde diese Musik irgendwie so schön, die Standardmusik. Die hat man recht selten hier im Spiel eigentlich, ne? Ich will auch das klassische Level-Up-Sound wieder haben. Das kriegt man ja ab und zu mal. Na, was ist easy? Aber dafür bin ich gleich OM. Na, dann muss ich ihn halt mit meinem Ast ins Gesicht schlagen. Er hat noch 14%, ich habe gefühlte 14% Mana. Das geht sich vielleicht genau aus. Und der letzte Stein? Nein, noch ein Wind, stirb. Passt. Spielinhalt beendet. Badungs. Wie ich da so furchteinflößend stehe mit dem Stück Holz in der Hand. Und ich habe Kopfschmerzen. Ganz plötzlich. Und eine Vision, wie es scheint. Na, die schauen wir uns noch an und danach beenden wir die Folge, weil wir sind jetzt über den 20 Minuten. Glaube ich. Ja, warum ist da 5 Jahre nach der Katastrophe immer noch nichts in Ordnung wieder? Ich musste gerade telefonieren, deswegen war ich so schweigsam. Tja, passiert, ne? Ja, ihr fahrt ja gerade, wieso das in Ulda abgeht. Ein bisschen. Das geht nicht immer so ab, aber oft. Nein, ich meine von wegen in Ulda, wer nichts hat, wer nichts hat, ist nichts. Ja, die dreht sich um den Gil. Ja, das ist Ulda. Ja. Was der Sultana gar nicht schmeckt. Aber die Republikaner sind mal wieder im Einschuld. Der Scorpio-Kreis. Das werdet ihr noch früh genug sehen dürfen in mannigfaltiger Ausführung. Na, Tantrit, alte Socke. Ja. Ärmliche Frau fragt mich jetzt, was hier mit mir los ist, weil ich hier so komisch rumstehe. Da steht doch Ida hinter dem Pfeiler. Da! Bei mir war jemand anders. Die alte Socke Tankred. Auf zur Momodi! Naja, vielleicht. Mal schauen. Ich warte, bis die Sequenz zu Ende ist, um abzumoderieren. Ja, sieht gut aus. Oder sieht natürlich so aus, als ob er irgendwas lädt. Wenn der Chat angezeigt wird, obwohl nein. Immer noch Sequenz.
jeden Tag eine gute Tat. Oh, ich soll mich bei Momodi melden. Man will mich irgendwo initiieren. Nein, man will mich irgendwo mal treffen. Aha. Und Ida plappert mal schon weiter, wer sie überhaupt sind. Sehr Ida, gut. Typisch. Ja, ja. Ihr gehört zu einem Geheimbund, aber sag's keinem weiter. Ganz geheim. So mit ganz in geheim. Auf der Straße. Ganz unauffällig. Wo überall ist Ohren und Augen halt. Nun gut. So, ich soll jetzt zu Momodi gehen, aber ich glaube, diese Szene und was da sich dran anschließt, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich setze mich jetzt hier auf diesen Hocker. Mit Sot, genau, oder mit Sir, nein, mit Sid. Hüpfe ich hier hoch. Und, ja, während der Mike noch in seiner Sequenz ist, moderiere ich einfach ab. Ja, das ist eine andere Sequenz. Ja, die ich jetzt wahrscheinlich auch bekommen würde, ungefähr. Dies geht ein bisschen länger, deswegen ist das vollkommen okay. Genau. In diesem Sinne bleibt mir nichts anderes, als euch einen schönen Tag zu wünschen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne reingehauen und bis dahin. Tschüss. Tschüss und haut Markus nicht mehr so doll. Ja, ich hab schon einen blauen Fleck. Tschö.